im Brioland Windach. Heute erzählen wir euch die Geschichte, wo Mickey Moody ein Schloss sieht und vom Schloss zum Berg fährt. Dabei sieht er einen riesigen Dino. Und viel Spaß bei der Geschichte! Das ist das Schloss. Es steht ein P auf dem Schloss geschrieben. Da möchte ich unbedingt hin. Ja, das sieht toll aus. Wow. Gerade fährt Mickey Moody durch die Bimmelbammel-Bahnhaltestelle. Das bedeutet, er ist schon sehr nah am Schloss. Dann sah Mickey Moody plötzlich hinter den... Dann laufte er am Berg vorbei. Was war das? Ein Riesendinosaurier. Er ist so riesig groß wie ein ganzes Haus. Oh nein! Schnell weg hier! Und Mickey Moody rennt und rennt und rennt bis in das Schloss hinein. Und versteckt sich im Aufzug vom Schloss. So ist er gerade noch rechtzeitig von dem bösen Dinosaurier entkommen. Hat er aber Glück gehabt, der Mickey Moody. Und was macht er jetzt? Mickey Moody ging wieder hinunter und sah sich alles genauer an. Dabei ging er über eine Brücke. Aber die war nicht mehr so gehalten. Ui, aua, aua, schreit Mickey Moody. Ich hab mir den Kopf gestoßen. Und eine Riesenbeule, aber Gott sei Dank nur eine Beule. Und der Krankenwagen fährt Richtung Hauptbahnhof, damit Mickey Moody dort versorgt werden kann. Und am nächsten Tag schon ging es ihm wieder richtig gut. Und er hat einen Freudentanz aufgeführt. Genau. Freud, Freud oder Leid, das ist keine Hexerei. Freud, Freud oder Leid, das ist keine Hexerei. Ich bin der kleine Mickey und kann so gut tanzen wie eine Tanzmaus. Das war unsere Geschichte, liebe Kinder. Tschüss. Tschüss. Vom Brioland Windach. Tschüss. Tschüss.